Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist die Diagnose Demenz und wir haben als Expertin Frau Professor Gabriela Stoppe aus Basel. Frau Professor Stoppe ist Neurologin und Psychiaterin und Spezialistin für die Gerontopsychiatrie. Die Frage ist, wie ist die Pflege von dementen Patienten zu Hause oder soll sie in einer Einrichtung erfolgen? Das hat, das muss man danach anpassen. Ich sage jetzt mal, wie die Situation der Pflegenden ist. Also, das heißt, die Pflegenden sind ja manchmal selber alt. Also, wenn sie zum Beispiel ein Ehepaar haben und beide sind 85 und der eine wird dement, dann wird der andere, der vielleicht auch noch Krankheiten hat, ne, nicht sich viele Nächte nacheinander um die Ohren schlagen können, um es mal so zu sagen. Da ist sind die unter ist, ist das ist schwieriger. Wenn aber jemand zum Beispiel noch die erwachsenen Kinder in der Nähe hat oder andere Freunde hat, die einen Teil übernehmen können, oder auch wenn der Demenzkranke zum Beispiel die Nächte noch gut schläft, also das heißt, wenn wenigstens Nachtruhe da ist, dann ist das auch noch leichter. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass gerade dann, wenn es rund um die Uhr geht und schwierig ist, dann sind natürlich, das kann man ja gut nachvollziehen, sind die Ressourcen rascher erschöpft. Ja, durch Filme, Bücher, Erfahrungen weiß man, dass sich ein Angehöriger durch die demenzielle Entwicklung verändert. Und das ist sehr schwierig für die Angehörigen. Was raten Sie, wann man eine Pflegeeinrichtung ins Auge fassen sollte? Ich empfehle immer, dass die Angehörigen sich früh Beratung holen bei den Alzheimer-Gesellschaften. Die gibt es ja inzwischen überall und die kennen sich auch gut aus. Da lernen die zum Beispiel auch, wie geht man mit bestimmten Situationen um, wie vermeidet man, dass auch Situationen eskalieren. Also sozusagen so Strategien, wie man auch gut umgeht, damit es friedlich bleibt. Und es gibt dann auch Möglichkeiten, dass man zum einen eine teilweise Unterstützung bekommt, also durch Pflegedienste zum Beispiel, die ins Haus kommen. Was aber auch Sinn macht, ist, wenn es sozusagen Tagesbetreuungen gibt. Und da gibt es inzwischen immer mehr Angebote, dass Tagesstätten für Demenzkranke, die dann auch aufnehmen. Das eigentliche Pflegeheim kommt heutzutage relativ spät. Wir wissen ja auch durch die Pflegeversicherung, als die eingeführt wurde, dass dann die Aufnahme ins Pflegeheim eigentlich im Durchschnitt sind die Menschen heute Mitte 80, wenn sie 80 Jahre alt, wenn sie in Pflegeheim gehen. Und das ist dann letztendlich die letzte Strecke der Betreuung, die die Pflegeheime dann zum Teil auch, ich sage es mal, besser machen. Und viele Angehörige erleben das dann mit Schuldgefühlen, wenn sie jemanden ins Heim geben, weil sie sagen, wir wollten doch nie ins Heim und ich habe ihm versprochen oder ihr versprochen, dass es nie ins Heim geht. Aber man muss sagen, insgesamt ist das dann oft die bessere Lösung. Wie bedeutsam ist die Pflege? Verspricht die Pflege zu Hause eine Verlängerung der Lebenszeit? Beziehungsweise werden hier vielleicht auch weniger Medikamente benötigt? Nein, wir wissen aus Untersuchungen, dass der Medikamentenverbrauch, also auch, dass man zum Beispiel Beruhigungsmittel gibt, das hat man angeguckt, das ist in den Pflegeheimen nicht viel anders als in den Haushalten. Und eine Lebensverlängerung insgesamt ist schlecht untersucht. Sie sind der Meinung, dass die Trennung von Pflege und Krankenversicherung diesbezüglich unsinnig ist. Warum? Ja, ich habe das mal gesagt, weil es ja in der Tat auch das Problem gibt, dass die Demenz eine Krankheit ist und zum Beispiel auch Medikamente in dem Bereich bezahlt werden können. Und wir haben ja auch nicht im Bereich der anderer körperlicher Erkrankungen haben wir ja auch nicht die Pflege von der sozusagen die Pflege getrennt von der medizinischen Behandlung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich mich davon, das ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich das so gesagt habe. Ich denke mal, das Wichtige ist, dass es bezahlt wird und dass man insofern da Lösungen findet. Ich denke, dass wir darüber diskutieren müssen, dass das Gesundheitswesen letztendlich so ist,
wie Polizei und Feuerwehr, also etwas, was man vorhalten muss, was auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Auf der anderen Seite, eine gewisse Ökonomisierung macht Sinn. Und wie man da einen vernünftigen Kompromiss kriegt aus, ich sage jetzt mal, staatlichem oder gesellschaftlichem Auftrag und guter und sinnvoller Ökonomie, das muss aus meiner Sicht tatsächlich neu kalibriert werden. Frau Professor Stoppe, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben uns sehr ausführlich informiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Und bleiben Sie gesund und bleiben Sie fröhlich. Bis bald.